Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Ja, Marius Ebbers, Sie sind jetzt neuer Co-Trainer beim SC Viktoria Hamburg. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden? Also ich habe hier schon eine Vorgeschichte beim SC Viktoria. Ich war ja hier schon Spieler 3 Jahre, dann 1 Jahr Co-Trainer. Hatte im Sommer mal so eine kleine Pause mir gegönnt. Und dann hat sich hier im Winter, haben sich hier so ein paar Sachen getan. Jean-Pierre Richter ist als Trainer, sag ich mal, ausgeschieden. Und da hat mich Ronald Lotz, mit dem ich ja auch relativ regelmäßig Kontakt habe, weil ich ja auch in der U40 hier spiele, habe mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, hier wieder einzusteigen. Und ja, ich kenne natürlich viele Jungs noch aus dem letzten Jahr und weiß, was die Jungs für eine Qualität haben und auch was die Mannschaft für einen Charakter hat. Und deswegen war es für mich eine relativ leichte Entscheidung zu sagen, okay, machen wir. Warum haben sich die Wege denn damals getrennt eigentlich? Warum ist es nicht durchgehend geblieben? Ja, ich brauchte einfach meine Auszeit, weil ich war, letztendlich so auf diesem Niveau war ich, weiß nicht wie viele Jahre unterwegs, wahrscheinlich fast so 20 und irgendwie durchgehend immer was mit Fußball zu tun gehabt und habe einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Auszeit, wie lange die geht, weiß ich noch nicht. Dass es jetzt nach einem halben Jahr doch wieder dann zurückgeht zum SCV, das war dann für mich auch ein bisschen überraschend, aber es hat jetzt einfach gepasst und deswegen habe ich gesagt, okay, machen wir. Sie sagten gerade schon, 3 Jahre waren Sie schon mal hier, jetzt sind Sie wieder hier als Co-Trainer. Was ist denn das Besondere an diesem Verein? Wie gesagt, ich kenne den Verein jetzt schon relativ lange. Ich kenne Ronald Lotz schon relativ lange, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Ich denke, wir sind von unserem ganzen Umfeld hier relativ einzigartig in der Liga, mit dem Stadion, mit dem Platz. Die Voraussetzungen sind einfach super, um hier vernünftige Arbeit leisten zu können. Und deswegen bin ich auch jetzt hier schon, jetzt dann tatsächlich in meinem 5. Jahr. Hätten Sie sich denn damals in Ihrer Zeit bei St. Pauli schon vorstellen können, mit Fabian Boll hier in der Oberligamannschaft trainieren zu können? Auf gar keinen Fall. Damals, als ich mit Boller noch zusammengespielt habe, da war man sicherlich mit den Gedanken ganz woanders. Dass sich das jetzt natürlich so ergeben hat, ist natürlich auch prima. Ich kenne Boller jetzt seit 10 Jahren bestimmt. Schon länger als 10 Jahre jetzt mittlerweile. Wir haben uns als Spieler schon super verstanden, haben auch jetzt nach unserer aktiven Fußballerkarriere weiterhin Kontakt gehabt, immer wieder. Und deswegen passt das einfach. Was macht einen Fabian Boll denn aus? Okay. So einiges jetzt vom Stapel lassen. Nee, Boller ist einfach, von der Wellenlänge ist das genau mein Ding. Also wir haben, glaube ich, eine sehr ähnliche Art von Humor. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir auch eine ähnliche Auffassung vom Fußball haben. Weil man sich ja in der Vergangenheit nicht so richtig viel darüber unterhalten hat, was man so vom Fußball denkt. Das passt auch und deswegen, ich sehe da zumindest was die Personalie angeht oder die Personalien Ebbers, Boll, sehe ich jetzt wenig Probleme auf uns zukommen. Was sind denn Ihre Ziele in dieser Saison, wenn Sie sagen, die Chemie stimmt schon mal im Trainerteam? Ja, letztendlich finden wir hier eine intakte Mannschaft vor, die jetzt in den letzten Jahren stetig gute Leistung gebracht hat. Auch jetzt in der ersten Halbzeit oder in dem letzten Halbjahr 2018 schon eine sehr gute Leistung gebracht hat. Im Pokal noch dabei ist, da noch Ziel hat. Wir wollen einfach die Arbeit vernünftig weiterführen, wollen die Jungs vielleicht noch ein Stückchen weiterentwickeln, erfolgreich bleiben. Was dann am Ende, sag ich mal, unterm Strich rauskommt, das sehen wir dann. Aber unser Ziel ist einfach auch, den Jungs Spaß zu vermitteln und Qualität haben sie, da einfach noch ein paar Stellschrauben zu drehen und das einfach noch mal einen Schritt weiter zu machen. Schauen wir noch mal ein paar Ligen höher. Sie haben ja selbst in der 2. Liga bei einigen Vereinen schon gespielt, die da an der Spitze sind, zum Beispiel St. Pauli, wie wir eben schon gesagt hatten, oder auch Köln. Was glauben Sie da, wer macht da das Rennen diese Saison? Also ich denke, so wie es Stand jetzt ist, mit Köln und dem HSV, sind das die 2 Vereine, die letztendlich aufsteigen werden. Dafür ist einfach die Qualität so gut der Mannschaften und auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen, glaube ich, sind gegeben. Und dahinter wird es eng auf jeden Fall. Da sind mehrere Vereine, die darum, sag ich mal, um den dritten Platz kämpfen. Da ist natürlich St. Pauli dabei, vielleicht Union Berlin, wie sie alle heißen. Das wird sicherlich ein enger Kampf. Aber HSV und der 1. FC Köln werden es sicherlich safe machen. Zum Schluss haben wir noch einmal eine Zuschauerfrage von einem Instagram-User von uns. Ist auch eine kurze. Ja. Und zwar, da gibt es auch eine kurze Antwort. Ja, Millerntor oder Hohe Luft? Fragezeichen. Och, das ist eine schwere Frage. Tatsächlich kann ich doch nicht so kurz beantworten.
Das ist gut. Also ich habe am alten Millantor noch gespielt, ich habe am neuen Millantor gespielt, ich habe altes Stahl oder alter Platz hohe Luft gespielt, ich habe jetzt mit dem neuen Kunstrasen habe ich drauf gespielt. Das hat beides auf seine Art und Weise einfach einen riesen Charme. Ich habe natürlich als aktiver Fußballer meine geilste Zeit bei St. Pauli gehabt, das ist einfach so. Hier aber auch eine relativ erfolgreiche Zeit, aber einfach auf einem anderen Niveau. Also da sind halt Unterschiede zwischen erster, zweiter Bundesliga und Oberliga. Das ist einfach so. Aber es ist beides absolut positiv. Alles klar. Danke für das Gespräch. Cool. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.